Alles, was das gebracht hat, irgendwo, die ganze weitere Ulmer-Rezeption irgendwie, baut auch eigentlich auf diesen Creative-Cinema-Geschichten auf. Irgendwie. Und ich habe mich da jetzt durch Sachen durchgewühlt. Da fängt es immer so an, von wegen, dass diese ganze biografische Unschärfe und diese ganze künstlerische Unschärfe dann eigentlich so, wie soll ich sagen, zu Interpretationen führt, wo eigentlich jeder macht, was er will. Man kann so Patterns aufführen, was Ulmer eigentlich gemacht hat, so visuelle Stilistiken und so weiter und so fort. Aber jeder baut auf dem Nächsten auf und du endest dann wirklich im kompletten Wahnsinn zum Teil. Also wo ich dann wirklich gescheitert bin, gerade eben noch die Stunde, bevor ich mich hier eingefunden habe, ist so ein völlig Irrer namens Michael E. Grost. Das ist manchmal auch kein Filmwissenschaftler, ist einfach nur ein Spinner, der im Internet so einen Aufsatz von sich veröffentlicht hat, wo er 40 Seiten ungefähr 10 Ulmer Filme auseinanderdröselt, nur aufgrund in erster Linie ästhetischer Eigenschaften, also von wegen Ulmers Liebe zu geometrischem Bildaufbau, Ulmers Liebe für diese Sets of Light, Ulmers Liebe für die und die Ausstattungsdetails irgendwo. Also da gibt es dann wirklich, da gibt es so Irrsinn irgendwie, dass er einen Film auseinandernimmt. Da gibt es eine Einstellung, da steht ein Schlagzeug in irgendeinem Laden, wo so ein Schlagzeug steht in so einer Kneipe oder sowas. Und er baut dann seitenlang da irgendwelche Verbindungen und Synergien auf, dass diese Einstellung, Schlagzeug vor allem, dieses Hängetom, das auch weiß ist, korrespondiert mit der Einstellung einer Kaffeetasse, die zwei Einstellungen vorher auftaucht. Und das wiederum irgendwie psychologisch bedeutsam wäre für, wie die Darsteller mit der Kaffeetasse oder dem Schlagzeug umgehen. Ich weiß nicht genau. Da dreht man ab einem gewissen Punkt völlig ab. Und es ist... Es ist einfach so, wie diese ganzen Unschärfen im Werk von Ulmer irgendwie bieten sich dann für, in Anführungszeichen, ziemlich, ziemlich freie Interpretationen an. Nur auf einen Punkt kommt man letztendlich irgendwie selber nicht. Auf einen Punkt hätte vielleicht Ulmer selbst kommen können, wenn er denn vielleicht mal die Möglichkeit genutzt hätte, selber mal ein bisschen mehr über seine Filme zu reden oder zu erklären. Irgendwie. Das Einzige, oder mit groß das Einzige, was er eigentlich bei in diesem großen, berühmten Interview mit Bogdanovich tut, ist eigentlich auch nur ständig darüber zu erzählen, was er alles nicht durfte, was alles schiefgegangen ist. Wenn man nun seine Filme fragt, dann kommt meist so eine Antwort von wegen, oh, hatte ich mal wieder nur $3,000, habe ich in 3-4 Tagen drehen müssen, ist doch ganz gut geworden, so ungefähr. Also selbst von Ulmer selbst findet man keine Ansätze, irgendwie, wie man seine Filme verstehen soll. Irgendwie. Ein anderes Beispiel vielleicht ist noch von wegen Ulmers Anwendung der Kamera. Seine späten Filme zeichnen sich dadurch aus, dass sehr, 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 sehr lange Kameraeinstellungen immer auftauchen. Das wird von allen möglichen Leuten gedeutet, wie auch immer. Da will ich euch gar nicht langweilen. Irgendwie. Nur vergisst irgendwie jeder dieser Interpretatoren, meiner Meinung nach, oder erwähnt ihn nie, den Background, dass Ulmer halt diese Filme eben immer in ein paar Tagen drehen müsste für null Geld. Zu Deutsch, wenn ich eine Analyse anstrebe, zum Beispiel über eine Kameraeinstellung, die in The Naked Dawn, das ist ein Film, da muss er wirklich am Ende gewesen sein, so 55 rum, die in einem Zimmer spielt mit zwei Personen, wo er die Kamera einfach draufhält und ungefähr 9 Minuten, das ist das Maximum, was man damals in so einem Magazin an Film reingepackt hat, durchlaufen lässt, dann bauen die da die unglaublichsten Interpretationsansätze auf, psychologisch und ästhetisch und ich weiß nicht was, ohne einmal zu erwähnen, dass er diesen Film in 4 Tagen hat machen müssen. Wenn ich jetzt, ich glaube, es war schlicht und einfach so, Zeit ist Geld, wenn er diese Szene, was offensichtlich eine Dialogszene ist, richtig hätte auflösen müssen, also in, wie man es einfach so macht, in totale, halbtotale, nahe, halbnah, was immer, Close-up, Schuss, Gegenschuss irgendwie, dann bist du halt gezwungen, die Kamera immer wieder umzubauen, umzuleuchten, irgendwas, das kostet Zeit, das kostet Geld. Deswegen hat Ulmer wohl einfach gesagt, von wegen so, Drehschluss ist jetzt auch schon wieder in 2 Stunden, könnt ihr einen Text, ich stelle die Kamera hier auf, jetzt macht mal hinne, ich will den Text jetzt von euch hören irgendwie. Und wenn es mit der Schärfe nicht so richtig gepasst hat, dann hat es mit der Schärfe nicht gepasst, zu der Zeit irgendwie... hat irgendein Franzose bestimmt gesagt, in der Unschärfe liegt bestimmt eine ganz irre Bedeutung. Insofern ist gestern zum Beispiel habe ich aber auf der einen Seite diesen Incredible Transparent Man gesehen, den er auch wahrscheinlich in wenigen Tagen hingeschossen hat, der handwerklich wiederum total sorgfältig gemacht ist, der einfach nur ein kleiner
spannender, netter B-Film-Horrorfilm sein will, ohne großartigen Tiefgang, ohne irgendwas, aber das höchst solide erfüllt irgendwie. Und jetzt ab Montag läuft noch dieser Daughter of Dr. Jekyll-Film, der, ich weiß es nicht, in den einen Aufsätzen sowas von runtergeputzt und niedergemacht wird, weil es gibt auch bekennende Edgar G. Ulmer Hasser, die diesen ganzen Rummel um Ulmer für vollkommen sinnlosen Blödsinn halten. Die Liebhaber allerdings sprechen hier von Doctor of Dr. Jekyll, von einem seiner allerbesten Filme. Also am Montag alle nochmal allesamt hier rein und dann reden wir da nachher auch nochmal drüber. Das einzige, und damit möchte ich auch gut sein lassen, der einzige Film, der jetzt hier in der Beziehung wirklich rausfällt, ist denn jetzt eben auch tatsächlich The Black Cat. The Black Cat ist ein Film, der ist handwerklich total makellos, spiegelt aber trotzdem einige Vorlieben von Ulmer wieder, seine Vorliebe für geometrische Räume, seine Vorliebe für so schwebende Kameraeinstellungen. Aber es ist möglicherweise eben auf der einen Seite der bekannteste Ulmer Film, aber auch vielleicht auf der anderen Seite der untypischste Ulmer Film, den man eigentlich sehen kann. Einfach weil er... Sehen möchte. Gleich, ne? Ja. Einfach. Sofort mit deinem Besten. Einfach, ich verstehe. Einfach, weil er da einfach noch die Kohle hatte. Deswegen, und ich war jetzt schon beim Schlusswort irgendwie, deswegen. Jetzt bin ich gekränkt. Deswegen. Das hat mich wieder aus der Bahn geworfen. Das Schlusswort, das Ulmer auch dem guten alten Peter Bogdanovich damals zugeflüstert hat, ist, dass er um Absolution, um Vergebung bittet für all das, was er für Geld tun musste. Also er war auch selbst sehr, sehr unglücklich anscheinend mit seinem Oeuvre. Die einzige ist nicht, ist seine Tochter, aber das ist wieder eine andere Geschichte, die lasse ich aus. Für The Black Cat muss er ganz bestimmt nicht unglücklich sein. Und ich bin froh, dass wir den heute eben hier in dem besten Kino der Welt auch mal zeigen wollen. Denn dieser Film läuft nie und nirgendwo. Also ich selber habe nur zweimal in 45 Jahren im Kino gesehen und im Fernsehen läuft er auch schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr. Deswegen, das war's dann auch schon. Freuen wir uns auf The Black Cat von diesem komischen, verrückten Österreich-Ungarn. Und dann sehen wir uns wieder am 11. April. Ja. Oh ja.